Christoph Warner, guten Morgen. Christoph, also heute Nacht soll es ja auch massive Angriffe der ukrainischen Truppen gegeben haben. Was hast du denn für Informationen zum Beispiel von Militärbloggern in Russland? Also heute beobachte ich vor allem zwei Männer. Das ist Simon Pegov, der auf Telegram unter War Gonzo veröffentlicht, und klarerweise auch Yuri Padalyaka, der wohl wichtigste pro-russische Blogger, selbst ein Ukrainer. Und die haben die Lage die ganze Nacht über gescannt, und immer wieder kamen Meldungen über die Nacht, dass die Ukrainer massiv angreifen. Also wenn ich das alles so lese, dann komme ich zu dem Schluss, dass diese Gegenoffensive läuft. Und zwar mit einigem Tempo. Und besonders hart waren wohl die Angriffe der Ukrainer bei einer Stadt im Bereich Saporosche, die nennt sich Arjechow. Und da gibt es so ein kleines Dörfchen unweit dieser Stadt, Malaya Tokmakka. Und dann weiter runter nach Tokmak Richtung Melitopol, das ist die Stoßrichtung. Und Pegov und Yuri Padalyaka berichten unisono, dass es den Russen gelungen sei, diese Angriffe zurückzuschlagen. Dann geht es weiter, wenn man nach Osten geht, Richtung Ugledar. Und da auch ganz in der Nähe, so ungefähr 20 Kilometer entfernt von Ugledar, bei Novodonetsk, da greifen die Ukrainer auch an. Auch da soll es den Russen gelungen sein, sich mit Erfolg zu verteidigen. Und wenn man dann hochgeht Richtung Norden, im Bereich der Stadt, die wir ja bestens kennen, Bachmut, die Russen sagen dazu Artyomovsk, auch da haben die ukrainischen Kräfte angegriffen auf breiter Front. Und auch da soll es keine substanziellen Erfolge gegeben haben. Jetzt kommt Yuri Padalyaka, das ist tatsächlich ein äußerst relevanter Mann, auf Telegram 2,7 Millionen Follower, und feiert also die russischen Soldaten, dass sie ihre Stellungen gehalten haben, dass sie sich da mit Mut festgebissen haben in den Verteidigungsanlagen. Und jetzt muss man immer eines noch berücksichtigen, dass dieser Krieg natürlich nicht nur auf dem Schlachtfeld geführt wird, sondern auch im Informationsbereich und gerade auch über die sozialen Medien. Und man muss sich auch diese Wirkung vorstellen von einem russischsprachigen Blogger für Russland und für die Ukraine, wo ja auch alle Russisch können. Und da ist natürlich Schützenhilfe für die russischen Truppen gefragt. Und die liefert Yuri Padalyaka und versucht natürlich auch die Ukrainer zu demoralisieren mit seinen Posts. Und von daher kann ich jetzt nicht abschließend sagen, ob die Russen tatsächlich so effizient verteidigt haben, wie das behauptet wird von Simon Pegov und Yuri Padalyaka, oder ob da auch eine ganze Menge an Desinformation mit drin ist. Ich will Ihnen nichts unterstellen, ich will nur sagen, ich kann das nicht abschließend beurteilen hier aus Moskau.